Damen, herzlich willkommen bei der Telekom auf der CeBIT 2012. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen und mit Ihnen das Thema Cloud Computing, eines der Top-Themen unter dem Leitthema Managing Trust, besprechen. Und wir möchten Ihnen einen Einblick geben, wie Sie auf diese Cloud, in die Cloud reinkommen, wie es bei der Telekom-Anwendung, die es letztes Jahr schon auf der CeBIT gegeben hat. Ich möchte Ihnen kurz nochmal vorstellen, weil wir ein paar neue Features drin haben. Und das ist Telepräsenz, ein Beispiel, eine Zusammenfassung. Vielleicht müssen Sie heute nach München zum Meeting. Entschuldigung, aber ich habe am Flughafen gewartet. Was ist denn los? Ich denke, wir müssen nach München. Wir sind ja schon da. Und was ist mit meinem Hund? Sparmaßnahmen. Umweltschutz. Ach, und einen Tomatensaft und ein Brötchen kriegen Sie auch von mir. Gleichzeitig die Reisekosten und den CO2-Ausstoß reduzieren. Telepresence, die Ende-zu-Ende-Lösung ohne große Vorinvestitionen. Wenn das mit dem Tomatensaft das einzige Problem ist, das wir lösen müssen, dann glaube ich, wird es relativ einfach. Wissen Sie, warum wir alle im Flugzeug Tomatensaft trinken? Gibt es eine valide Erklärung für, warum das Getränk ist Nummer eins, wirklich der Tomatensaftabsatz in den Flugzeugen ist undenkbar hoch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil es vorgeschlagen wird. Also der Flugbegleiter schlägt den Tomatensaft vor und wenn wir den Chance treffen haben, greifen wir auf das erste zu. Es gibt auch so Erklärungen wegen des roten Farbstoffs und so. Egal. Telepräsenz. Sie müssen nicht mehr fliegen, Sie sparen sehr viel Zeit, sage ich später noch was zu. Aber entscheidend ist, was wir mitnehmen. Es ist eine unglaubliche Qualität in Videokonferenzlösung als Telepräsenz weltweit und in Echtzeit. Und je nachdem, welches System, welche Größe Sie anwählen, können Sie in der Konferenzlösung, das ist die größte, die wir haben, die wir für Großkunden einsetzen, die Sie aber auch bieten können, die Menschen in Lebensgröße vis-à-vis sehen. Sie haben wirklich das Gefühl, letztes Jahr hatten wir die große Lösung hier, dass der Partner gegenüber sitzt und bei wichtigen Gesprächen, bei Abstimmungen ist es ja auch entscheidend, was es für körpersprachliche Signale im Gesicht, Gestik, Mimik gibt, wie jemand reagiert vis-à-vis. Und diese 65 Zoll Diagonal-Displays sind gegenüber diesen Sitzpositionen aufgestellt und sie sitzen gegenüber. Zwei Personen passen in einen Bildschirm rein und diese Kameras sind mit dem Mikrofon verknüpft und jeder, der spricht aus der jeweiligen Ecke, auf den wird dann die Kamera geschaltet. Also der gerade Sprechende ist groß im Bild. Was unsere Erfahrung ist, auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Telekom, die Dialogqualität verändert sich ungemein und zwar nach oben, weil sich mehr zugehört wird. Der gerade gesehen wird, spricht auch, man lässt sich ausreden kann, in einem sehr hochwertigen Dialog die Dinge besprechen. Das ist die Konferenzlösung. Dazu gibt es ein Surround-System und Sie haben ein echtes Meeting-Szenario, obwohl die Menschen auf anderen Kontinenten sind. Und das ist nicht erzählt, sondern es funktioniert. Sie erinnern sich vielleicht an die USA-Gespräche von früher, wo man erwarten musste, bis das Wort zu Ende gesprochen war, kurze Verzögerung und dann konnte man drauf sprechen, weil man nicht wusste, ob da noch was kommt oder so und das überlagerte. Alles in Echtzeit, Bild und Ton. Die Meeting-Lösung, die neue MX200, haben wir dort hinten aufgebaut und machen sich einen Eindruck, wunderbar flexibel einsetzbar, genauso wie die Office-Lösung mit einem neuen Feature 2012 belegt in der Telepräsenz, und zwar Active Presence, das heißt hier unten im Bildschirm, unten auf der Bühne quasi, erscheinen alle Meeting-Teilnehmer in kleiner Größe und auch dort ist es dann so, über die Kamera und das Mikrofon und das Touch-Display, wenn derjenige, der spricht, eine Sekunde dabei ist, dann kommt sein großes Bild nach vorne. Telepräsenz, weltweit in Echtzeit, auch mobil, ja. Die Mobillösung heißt MobiClient über den PC, entweder mit der integrierten Kamera oben oder es gibt auch eine HD-Kamera zum Aufstecken und Sie sehen das iPad oder die Tablets schon angebunden. Das ist ebenfalls möglich mittlerweile. Das heißt, egal wo Sie sind, wenn die Datengeschwindigkeit stimmt, in dem 3G-Bereich zum Beispiel das Netz passt, sind Sie auf jeden Fall dabei. Das Ganze soll sicher sein, darauf können Sie sich verlassen. Deshalb gibt es Telepräsenz über die Leitungen der Telekom mit den höchsten Sicherheitszertifikaten hier europaweit aufgestellt und es geht weltweit rüber. Wie sieht es in Deutschland aus? Wir haben da einen besonderen Ort, der gestern so ein bisschen im Fokus stand, indirekt.
Sie können, das hatte ich eben schon gesagt, Telepräsenz auch mieten. Also bei unseren Partnerhotels, Partnerstädten, die Deutsche Messe Hannover hat ebenfalls eine gesamte Anlage, können Sie auf Tuchfühlung gehen. Stundenweise mieten sich einen Slot. Ihr Partner, wenn Sie zum Beispiel in Hamburg Ihre Geschäfte tätigen, sitzt in der Nähe von München zum Beispiel, in Ismaning, dort, wo die ganzen Fernsehstudios sind, fährt ins Hotel, was 5 oder 10 Kilometer nur entfernt ist. Sie haben sich auch eine Uhrzeit verabredet. Die Telepräsenz-Session dauert 1 Stunde, man hält sich ein. Das ist wirklich sehr einfach und man hat Echtzeit, Lebensgröße und ein wirkliches Konferenzgefühl. Die Herrschaft in der Bayer Arena hat letzten Samstag ein tolles Gefühl, weil sie vor dem Spiel eine Telepräsenz-Session hatten. Dann haben sie den Sieg gegen die Bayern gesehen. Ich weiß nicht, ob die gestern Abend da auch schon gemietet haben und Telepräsenz genutzt haben, aber was sie da erleben mussten, war, glaube ich, nicht zur Freude der Bayer-Fans. Wir Deutschen sind die Sparer, wir sparen auf jeden Fall Geld. Sie haben keine Flugkosten, die Reisekosten grundsätzlich. Wir sparen auf jeden Fall Zeit. Das heißt, Sie sitzen nicht am Flughafen, Sie sitzen nicht in der Bahn, in Mietautos etc. Sie haben keine Hotelübernachtung, sondern sind abends wieder zu Hause. Und wir sparen CO2. Das ist sicherlich eines der gesellschaftlichen Themen, was das unterstützt. Die Klitschko-Brüder nutzen Telepräsenz ebenfalls zu den Pressekonferenzen. Wenn also Pressevertreter nicht in Hamburg oder in München, je nachdem, wo die Pressekonferenz ist, bekommen die einen Zugang und wir schneiden das dann gleichzeitig mit über die Konferenzanlage und die Fragen können aus unterschiedlichen Standorten in Multisessions dann mit den Klitschko-Brüdern geklärt werden. Ich weiß nicht, ob die das in Zukunft immer so lösen wollen, weil bei der letzten Pressekonferenz ging es ja auch kräftig zur Sache. Herr Chisora gegen David Hay. Und das Thema Telepräsenz wird da nochmal umgesetzt. Bitte setzen Sie sich auseinander mit Wladimir und Vitali. Wladimir ist hier etwas kleiner dargestellt, der spricht aber auch mit Ihnen und Vitali sagt, er weiß, an wen Sie denken. Den Akinator kennen Sie vielleicht. Suchen Sie sich irgendeine Person aus in Ihrem Geiste, müssen sich mit Ihrem Namen kurz eintragen und dann werden die beiden herausfinden nach ein paar Fragerunden, an wen Sie denken. Es ist unglaublich, es ist wirklich sehr, sehr schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Möglichkeiten, Beispiele aus der Telekom Cloud. Sie wissen, wie Sie in die Telekom Cloud reinkommen, über das Cloud Center und Telepräsenz ist eine mögliche Anwendung. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen CeBIT-Aufenthalt. Vergnügen Sie sich bei der Telekom, machen Sie die Tiefenbohrungen mit Fragen, auch zur Sicherheit etc. Und das ist das Bild, was die Presse, seitdem wir hier Proben schon mitgenommen hat. Es zeigt so ein bisschen auf, was die Cloud für uns darstellt. Wir bilden uns ab mit Fotos, mit Videos, wir steigen ein bisschen ein und gewinnen immer mehr Vertrauen, nähern uns an die Cloud-Information. Also die Bühne ist frei, schießen Sie Erinnerungsfoto. Schön, dass Sie dabei waren, gute Geschäfte und interessante Gespräche. Danke.